Morgen, wir stehen heute von unserem Werk 2, unser Karosseriewerk. Gehen wir heute auf das Thema Karosseriebau, Karosserie-Eigenheiten, ein bisschen Kosten, ein bisschen Herausforderungen und ein bisschen selbstverständlich auf unsere Kunden ein. Und wir zeigen mal an zwei, drei Autos, was wir hier tun, wie wir es machen und worauf wir stolz sind und was wir eigentlich nicht machen wollen. Komm, das ist unsere kleine Karosseriefabrik. Natalia, stopp! Na, guck mal, hier. Das ist so die kleine Spielwiese für Karosseriebauer. Von irgendwelchen Klopfwerkzeugen, Sickenwerkzeuge, englische Räder, kleine Finishing Hammer, sogar ein Amboss braucht man alles, weil nicht alles kann man kaufen. Also muss man vieles selber herstellen. Also wir würden gerne mal an drei Objekten mal zeigen, was wir machen. Ich denke mal, wir fangen einfach mal mit dem T3-Bus. Das ist aktuell bei uns ein sehr, sehr beliebtes Auto. Sehr viele junge Leute lassen eine Menge Geld für solche Autos. Das ist ein ganz spezielles Auto. Der Kunde wollte nicht, dass wir den tauchen, sondern den haben wir Kunststoff gestrahlt und hat gesagt, mein Auto hat keinen Rost. Das ist ja nur ein bisschen und dann müsst ihr den bloß lackieren und dann ist der fertig. Ja, kein Problem. Sah auch wirklich gut aus. Ne? Aber leider ist es halt so, dass wir haben den jetzt Kunststoff gestrahlt und ihr seht hier blanke Teile, das ist original entlackt. Und die schwarzen Teile ist eigentlich das, was neu reingekommen ist. Und wenn du jetzt mal ein Bild ums Auto machst, dann siehst du so viele schwarze Teile, da hätten wir das Auto auch in die KTL stecken können. Ne? Wichtig zu verstehen, das ist eine Roll-on-Restaurierung. Die bleibt auf Rädern, die Achsen sind drin. Theoretisch hätte auch der Motor bleiben können. Wir haben den nur außen Kunststoff, unter Trockeneis, rostpartiell in Glas. Und dann wird er jetzt instand gesetzt, dann wird er eigentlich außen lackiert. Der Kunde möchte trotzdem einen Farbwechsel. Das heißt, wir lackieren dann nicht orange, irgendwas anderes. Also müssen wir auch innen vorbereiten. Das Thema Roll-on oder sagen wir mal eine rollbare Restaurierung ist immer für denjenigen, der sich nicht traut, so ein Auto komplett zu zerlegen. Das Auto muss schon einen gewissen guten Zustand haben. Natürlich spielt auch Budget eine Rolle. Eine Roll-on-Restaurierung ist immer günstiger als eine chemische Entlackung, KTL, Schweißen und Lackieren. Es ist preiswerter aus dem einfachen Grund. Die chemische Entlackung nimmt nicht nur das Schlechte weg, sondern auch all das Gute. Alle Dichtnähte, alle Falznähte, Bitumenmatten, alles, was man später mal sowieso auftragen muss, ist dann definitiv weg. Hier möchte man sich genau den Gang sparen und das macht es halt preiswert. Aber der Zustand entscheidet. Das bessere Auto geht Richtung Roll-on, das schlechtere Auto geht ins Bad. So, komm, das nächste Auto. Der Janusz ist unser erfahrenster Mitarbeiter und macht natürlich die absolut krassesten Projekte. Das heißt, er macht eigentlich das, was wir oft aus Schrott mach neu bezeichnen. Also sowas ist absolut schwerer Karosseriebau und eigentlich muss man hier fast alles von Hand produzieren. Dazu braucht man auch People, die das Ganze auch können. Janusz mit seinem 45 Jahre? 50 Jahre Erfahrung macht der, aus Schrott mach neu. Ah, übrigens ein sehr gutes Objekt. Wir haben ja Filme gedreht, wo wir gesagt haben, wir machen zuerst KTL Beschichten und dann machen wir Karosseriebau. Trifft zu 99% aller Autos zu, nicht bei einem Alfa Romeo Zagato Junior. Ja? Dieses Auto ist so extrem mies. Komm mal her. Da brauchst du wirklich nichts mehr KTL. Ja? Das Auto, da fehlt einfach drei Viertel von dem Auto. Hier musst du echt tatsächlich zuerst den Rohbau machen und dann können wir über KTL und Lack sprechen. Alles andere macht hier gar keinen Sinn. Wir würden das Auto, also die ganzen Roststellen, die sind alle kein Problem. Wir würden das Auto einfach entrosten, nochmal passivieren und dann KTL. Und dann kann er vielleicht noch den Finish machen, damit wir zum Lackieren kommen. Ja? Ja, wir haben ja genau das Gegenbeispiel. Das ist jetzt die volle Nummer. Die Neuteile sind halt auch schwarz und die KTL von uns ist auch schwarz. Und eigentlich kannst du jetzt, wir sind schon in den letzten Zügen, kaum erkennen, was ist denn original und was ist gewechselt. Ja, man sieht es an den Nähten. Die Nähte wurden blank geschliffen, neues Teil kam dann drauf, innen drin mit einem Schweißprimer. Das bedeutet Neuteil. Also drei Viertel vom Auto war auseinandergeschnitten. Der braucht natürlich noch Finish, also er braucht noch nicht nur Bleche reinschweißen, sondern er braucht auch Flächen. Karosseriebau heißt nicht Löcher stopfen, Karosseriebau heißt Fläche. Und bei einem sehr
aufwendigem Fahrzeug, wie zum Beispiel ein W111 von Mercedes und das auch Cabrio, hat man eine Komponente einfach nicht bedacht. Das Thema Anpassen der Chromteile. Jedes Fahrzeug wurde geboren mit seinen eigenen Chromteilen, die speziell am Auto angepasst worden sind. Hast du irgendwelche anderen Chromteile, passen sie nicht. Und wenn du schon so einen Rohbau machst, Rohbau braucht einmal ein Anlegen von allem. Ein Verdeck anlegen, Spaltmaße, Lampentöpfe anlegen, Rückleuchten anlegen, Zierleisten anlegen. Wie man das macht, machen wir mal an einem ähnlichen Auto, einer Pagode. Und da kommt jetzt das Thema Finish. Thema Finish heißt, ich habe die Lampentöpfe probiert. Ich habe die Maske so angepasst, dass sie sitzt. A-Säulenchrom montiert, das Hardtop mal montiert. Spaltmaße überprüft, die Schulterstücke drauf gemacht. Ich habe diese Zierleiste angelegt, ob sie gerade liegt. Und ich habe geschaut, dass der nicht bauchig ist, ja, dass seine Linie, diese Linie, eine Linie ist, dass die untere Linie eine Linie ist. Und das war bei einem Laienbudget nicht drin. Der Laie kennt das nicht. Und das ist auch verständlich, muss er auch nicht. Er will das Auto nur fahren. Er weiß nicht, dass man das alles machen muss. Aber das muss man ihm erklären. Und deswegen, wenn ein Angebot kommt und sagt, du, ich brauche eine Woche, mache ich dir eine Löcher zu, dann entspricht es nicht der Qualität und dem Wert des Fahrzeugs. Das ist einfach, naja, nicht fahrzeuggerecht. Bei einem Golf 3 kannst du das vielleicht machen. Bei einer Pagode oder W111 kannst du das nicht machen. Ein Ausnahmefall ist zum Beispiel der hier. Das ist ein sehr modernes Auto. Für uns übrigens Premiere, wir haben noch nie eine E30 gemacht. Die Blechteile für diese Autos sind echt schlecht. Die Ersatzteilversorgung und die Blechteile, die man hier kaufen kann, ist Müll. Also, ich weiß nicht, was man da kauft, aber die Bleche sind billig. Und diese Billigbleche muss man anpassen. Deswegen kann man nicht sagen, wir brauchen hier 2 Tage, sondern der braucht hier 2 Tage und nochmal einen Tag, damit es irgendwie geradeaus aussieht. Also, es gibt Bleche, die kannst du in die Tonne kicken. Du kannst sie zwar kaufen, aber du kannst damit nichts anfangen. Das Blech ist einfach schlecht. Das ist leichter, wenn es einer drauf hat, sich selber ein Blech zu machen, da rein zu tun, dann passt es wenigstens. Ja, bevor du ein Teil aufs neue Blech anfassen tust, nimmst du das neue Blech und das Blech ist bauchig. Weißt du, die Fläche, ein gutes Auto sieht ja nicht aus, weil er keine Löcher hat. Ein gutes Auto sieht aus, weil er von da bis nach hinten eine Linie hat. Und je leichter ein Auto lackiert ist, je bessere Linien hat, umso hochwertiger sieht er aus und umso wertiger ist überhaupt der Gesamteindruck. Speckige Lackierungen kann jeder. So, meine Herren oder auch meine Damen, wir haben jetzt viel gesehen. Ihr habt jetzt schon wieder sehr viel Text von mir gehört. Vielen Dank, dass ihr da wart und schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ihr kommt einfach mit. Auf! Hopp. Im letzten Film haben wir das Thema Lack angesprochen. Da war ich eigentlich ziemlich unglücklich, weil ich nicht auf den Punkt gekommen bin. Aber heute, vielleicht sprechen ja die Bilder mehr für sich und dann halte ich weniger den Rand. Wir sprechen ja das Thema Blech. Du musst dafür bezahlen. Deswegen kann man nicht kommen und sagen, in Polen, da kriegen alle 800 Euro. Nein, meine Herren, die fressen die gleichen Joghurts. Alle essen 1 Euro Joghurts von Dr. Oetker. Und wenn das in einer Geldbeutel nicht möglich ist, dann kauft euch einfach einen neuen Smart und fahrt den, schmeißt ihn einfach nach 3 Jahren weg. So, tschüss. Habe ich mich wieder aufgeregt hier.